Moin, liebe Leute, Taftori am Start und heute mit Call of Duty Modern, Call of Duty Infinite Warfare. Wollte ich schon versprechen. Fängt ihr schon gut an. Oh, Havelock Ellis. Am weisen Zitat. Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Heilige Scheiße, was war das für eine Flotte? So, ich denke mal, der Erzähler war der. SK1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung das für Leute. Ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Oh, also bin ich jetzt der Wolf, Ausrüstung oder was? Ausrüstung überprüfen. Was? Also der Race war irgendwie der Haupt. Feuer frei. ST. Kann raus. Gut, ich bin der harte Wolf, ne? 10 Sekunden. Tür. Auch so ein geil. Cashback auf Straße, sag ich. Boah. Grünes Licht, Sky, ins grünes Licht. Los geht's, Wolf. Los. Und. Los. Los, los. I believe I die. Oh, I believe I die. Ich kann sogar selbst lenken. Folge dem Tee. Der Volk, wir können selber fliegen, ja. Was war das? Aus psychologischer Entwicklung. Langsam. Okay. Perfekt. Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Reaper, Scar sind jetzt unten. Stop. Das heißt, ein vertikaler Sprung nördlich ihrer Position. Ah, verstanden. Okay. Erfasse zwei Ziele. Muss ich jump. Ab nach unten und auf. Oh fuck, wollte ich gar nicht. Aber naja. Bam, Messer in der. Und den Kopf. Vorangehen. Wake Scott. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Wake. Weiß, was ich. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Ich mache mal das Volk, also ob die Kinder Volk oder Volk, also ich krieg mal Volk oder sie ein bisschen scheiße an. Volk, aber keine Ahnung. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, hier ist ein bisschen mehr Spannung rein. Wächter da oben, zweites Deck. Wolf, du nimmst einen, wir die anderen. Ja. Kann so schlicht. Oh, die. Achso, ich soll einnehmen. Ich hab zwei genommen, ihr Affen. Los! Oh! Wie geil ist der Name so? Jump Run Spiel! Ja! Muss hier rein? Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Die labern schon. Die sehen doch nicht mal. Die sehen doch nicht mal, aber. Die haben schon. Oh. Ist irgendwo. Special Feature? Schade. Mehrere Ziele. Perfekt. Sucher! Verstanden. Ey, die Dinge sind gut. Pass auf. Oh, Scheiße! Er hat mich! Boom! Boom! Wo
gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Hätte sie noch, aber wir sind... Nahkampf. Wie sind Ihre Pulten? Heute nicht. Ob Sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Aber das hat mir schon... Bin ich das Trojan-Gewehr? Willkommen im Europa-Labor. Anti-Schwerkraft-Granate. Verstanden. Was war das? Sie sind ausgeschaltet. Stop. Brücke vor. Brauche Unterstützung. Fresh und Dinger. Oh, der Arme. Auf die Ecken. Oh, da war er. Nochmal. Oh, der Arme. Der hat keine Chance. Die haben alle keine Chance. Guck mal, die sehen auch fast genau gleich aus. Okay, ja, außer der ist besser, aber. Und die Kleidung ist doch fast genau gleich aus. Ist eigentlich so eine. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation RIA darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob sowas... Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Das ist also unser Zeichen. Black Ops 3, da gab es auch diese Laptops, die man auf dem Kopf, ja, ich glaube schon. Konnte. Feuer! Hat man dann irgendwie das Besser und Exoskelett. Mal schreiben in die Kommentare, ob sowas hier auch sammeln sollte oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht. Sowas gibt es. In Bewegung bleiben. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Also kommen wir jetzt vor. Hey, okay, wachsam bleiben. Boom! Lebt euch doch die Fette. Ziel erledigt. Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden, sind auf dem Weg. Oh. Ah, das macht was aus. Aufmachen. Lieblingswaffe. Sieht aus wie ein Vektor. Ah, oh, Vektor. Also diese neumoderne Vektor. Peter war die auch schon. Alles gesichert. Lieblingswaffe. Jackpot. Okay. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Das war deine Lieblingswaffe. Oh, oh, was ist denn hier los? Hochfahren. Ja. Das war das Ziel der Operation RIA. Kompakte, ja, komm. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Was ist das? Digga, wow, ist hier noch unschärfer, wenn ich anvisiere als so. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Bin da, nee. Achtung. Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Feuer. Was zur Hölle? Ja, eine Minigun. Zeit, los, F-Spar aktiviert. Noch nicht bereit. Das ist Munition. Digga, was ist das? Digga, was ist das? Oh! Oh! Ich glaube, ich wäre schon sonst längst tot. Mit Schwert oder so. Oh. Jetzt eine Minute Zeit. Oh. Muss ich jetzt noch was machen, oder? Reaper! Ich glaube, ich muss die Zeit noch aushalten, oder? Ich weiß nicht. Ja, komm! Achso, mit dir Ding soll ich. Festhalten!
Oh, oh, nein, 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 nein! Oh, nein! Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Oh, halt dich fest. Halten, das schaffst du. Mann, halt ihn fest. Oh, scheiße. Erstens, warum setzt er die... Okay, ja, die Superwaffe musst du einsetzen. Die hat einen Zeitdruck, alles hin und her und... Ja, aber guck mal, die war so mega stark. Ey, guck mal, der hat ja eine halbe Nova ausgelöst, ja. Tee. Wir brauchen Luft. Ich komme. Digga, als ob die nicht gesehen haben. Boah, bitte nicht, bitte nicht. Ich schlag in die Slimes. Ich glaube, Slimes ist tot. Er lebt noch. Wolf ist aber wert. Was? Luft? Hier ist der Nett jetzt oder was? Korrekt, Chief. Wie viele waren noch bei ihm? Nur wir. Er schlägt den K.O., aber gib mir Luft, okay? Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Okay, ich verstehe es. Meine Männer brauchen Hilfe. Entweder ein netter Bösewicht oder ein dummer... Sie sorgen sich um ihre Männer. Okay, ich glaube, er ist ein Bösewicht. Nein! Ich fick deine Mutter. Ich sage, ich fick deine hässliche Hurenmutter. Okay, der Typ. Das vernebelt den Verstand. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Okay. Dieser Ort. Sagt ihr, sind einen Leute abschießen. Gehört ihnen nicht mehr. Den scheiß verlassenen Ort mal an, der gehört keiner. Jetzt gibt mir Sauerstoff weg. Keiner mehr fliegt unten, wenn ich sie nochmal sehe. Ich fick dich! Ich fick dein ganzes Leben! Ich fick deine hässlichen Kinder! Ich fick deine. Ich fick deine Kindeskinder! Ich werde deine Oma ficken! Alle fick. Alle Zielsatzbeförderer. Vor allem dich! Ich hässliche Fresse! Und dein Anführer! Schlag nochmal zu und schlag nochmal zu. Ich fick deine Mutter und deine. Was ist deine Kindeskinder? Deine Kindeskinder! Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Ah, das riecht. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Un... Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team. Nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes. Taktvoller zu diplomatisch und taktvoller halt die Frage. Ja. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt... Versagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist. Meine Instinkte, übrigens genau wie die Ihren, sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Reyes ist ein bekannter Schauspieler. Wirklich, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, wie der Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebaut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sehr weiser Sie haben Mann. Immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Okay, habe ja gesehen. Viele Leute haben ausgeschlossen, das machen, aber sie haben getötet. Ethrian wartet auf dem Dach. Ja, gut, die danke, Petty Officer. Was ist Ethrian? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Gesetze des Krieges. Sie haben es generell so umgebracht. Vier Leute, ich hätte da schon angezettelt. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Ja, alle tot sogar. Die Front war schon da. Haben alle oh? erledigt und den Ort geplündert. Europa war, glaube ich, so ein. Wird als Planet. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Ich denke mal, es ist irgendwie so eine... Verpassen wir nicht die Party. Ja. Nach Ihnen, Lieutenant. Wie nennt man das? Danke, ja. Held. Parade. Genau, so eine Parade. Nur mit Luftschiff, halt.
Aber ich finde auch. Komm schon, im Film nehmen die hübsche Grafik Rote. Richtig Hammer und zum Spieß auch Hammer. Aber ich weiß nicht, im Film, das sieht richtig verdammt echt aus. Ich meine, das hier sieht auch gut aus. Ich meine, wenn man an die einen Spielerbewegung halt das Spiel ist. Mal guck dir das mal. Alter, auf der Liste, wenn man nicht steht. Das mal an. Friede den Gefallenen. Ich habe jeden Namen aufgeschrieben. Durchlesen, die kann ja gucken. Oder? So, hier, wenn wir nochmal gucken will. Und hier. Ja. Ihre Dinge fallen, würde ich mal sagen. Hättest du mal schon mal die Tür aufmachen können, du. Wir verpassen die Party. Ja. Ich sag jetzt mal lieber nichts. Ja, sie macht willkommen die Tür auf, meiner. Jetzt die Tür erstmal ganz in meinem Griff hat. Oh ja, übertreib halt. Ja, übertreib halt. Stürz am besten noch ab. Digga. Digga, das Ding stürzt doch halb hier ab. Das ist so organisiert gewesen, alles. 100 Plus ist abgesprochen. Da ist diese Retribution. Home sweet home. Du hast nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Geh weg, ich will schneller zu. Geh weg. Reigns hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem 4-Sterne-Arm. Halt mir vor dir. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. So. Lass mich durch, ich bin der Anführer. Hier entlang, Lieutenant. Das ist wichtig. Ich bin wichtig. Der Dienst hat seine Vorzüge. Das ist gut, ich bin wichtig. Ich weiß noch nicht, welchen Grad ich habe, aber mit so einem Offizier hier rede. Oh, denke ich mal. Warte auf mich. Nein, also ist diesen Scheiß. Ja, das ist Propaganda, Salt. PR. Wir haben vier Männer verloren und schmeißen eine Party. Ja, gut, wir können nichts tun. Ey, das ist echt ein weiser Mann. Ich genauso, ich hätte nicht besser sagen können. Wir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Oh. Davor so ein ganz tausend Rang, wie viel ist einer mehr? Ein Rang mehr und dann fallen vier. Was zur Hölle ist das? Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir. Petty Officer First Class, E3N. Officer taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, Ma'am. Geborener Killer. Oh, du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, Sie machen mich ja ganz verlegen, Sir. Oh, gefällt mir. Die Seite Bock kann noch klettern. Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen, können wir starten. Jawohl, Admiral. Ja. Echt? Der macht jetzt irgendwie die Tür zu, weil der sich irgendwo hockt oder so, aber. Ich konnte nicht mehr stehen. Ich bin seine Gelenke, auch wenn es ein Roboter ist. Hey, wir haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten. Der ist ja gut, der ist schwer genug, aber die. Jetzt ist der wichtig Stress. Ich habe mich doch fest. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Ma'am, natürlich nicht. Der Typ gefällt mir. Der Typ gefällt mir echt. Die Arsis-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Viel Feuerkraft. Vengeance, hier Raven 6. Sind im Landeanflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn, Ethan? Die Arsis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Beschuss! Beschuss! Ich bin getroffen! Ich übernehme! Hochziehen! Hochziehen! Perfekt! Ich habe keine Kontrolle! Hey, ich wurde an der Seite getroffen. Wie kann der denn gut sterben? Wenn der doch hier sterben ist, wenn wir an der Seite waren. Aber naja. Dies ist keine Übung. Alle verfügbaren Einheiten sofort einsetzen. Achtung, Aufschlag! Festhalten! PS, das hat ihr getan. Bestimmt. Denke ich mal. Sir? Reyes. Ja, was ist los? Ich lebe noch. Alles gut. Er ist Nick.
Ace? Cooler Name. Ja, Feuer zurück, du Affe! Hier, nimm das! Oh oh. Nimm das! Oh, nimm das, du Affe! Waffe? Ja. Oh. Die SDF nutzt unsere Artis-Geschütze gegen die Flotte! Wir müssen zum Turm, um die Geschütze wieder zu übernehmen! Ich wollte den Bootsjump an, ey. Was? Wo ist das denn überhaupt? Ja, ein Überfall. Schlucke, doch mehr. Oh, Digga, was geht hier ab? Ich glaube, das ist wie ein Roboter oder so. Aber keine Granaten, nicht. Gehen in den ersten Stock! Verstanden! Nanos Race, sie geben den Kriegsraum. Boah. Hab das Problem. Oh. Sorry. 12 Uhr! Gib mir sicher! Alles sicher! Hä? Sie schreit ziegesicher, 12 Uhr gibt mir Deckung, aber schreit sich, okay. Wie zuvor, heutzutage. Wie mal ein bisschen, ja. Anfangs PC, weiß ich nicht. Boah. Alles Gas, hier cool. Einseits, hören Sie mich! Die Verbindung ist durch! Sie setzen Truppen ab! Wir müssen Artis wieder unter Kontrolle bringen. Alter. Das hat Priorität. Die Waffen bringen's nicht! Wir brauchen Personenabwehrwaffen. Na, öffne. Hier, ich hab Granaten vom Transporter. Gut gemacht. Dankeschön. Cool. Nee, warte, ich schieße erstmal eine Piste. Feuer frei! Ach, leck mich. Jetzt geht's rund. Okay, ist belegt. Da bist du. Ja, ich hab sie! Feindlicher Scharfschütze ausgeschaltet! Auf einstellen, Schaff! Verstanden! Auf eine Granate! Ach hier, noch einer. Ja. Wofür sind sie da, wenn man sie kostenlos bekommt? Wow, wie willst du auf den Schützen schießen mit normalen Waffen? Sie bekommen Verstärkung! Macht sie fertig! Kann die manchmal zum Nachladen brauchen? Oh, sorry. Das kannst du auch mit rein, ey. Oh. Oh oh. So knapp. Digga, warum ist er jetzt da vorne? Ich bin da vorne, bin fast tot jetzt. Ja. Den hol ich mir jetzt. Geh weg. Wir sollten schon näher am Turm sein. Den hol ich mir jetzt. Irgendwie muss ich da hoch. Vorsichtig schießen! Warum schießen Sie auf Zivilisten? Ich weiß es nicht, Ethan. Unsere Artis-Geschütze feuern noch auf die Flotte! Jetzt sind dran. Warte. Hab ich auch ein Ziel oder so? Anzugverbesserung. Ruhige Hallen. Cool. Endurance ist getroffen! Vorsicht! Was denn? Vorsicht. Hä? Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich hin muss? Rechts gesagt, ich hab keine Ahnung gehabt. Ich hab eine Welle gehabt. Die Straße hoch.
Feuer frei! Ach, Scheiße. Ach, okay, jetzt weiß ich, was damit kriegst, Alter. Ich pushe dich auch so durch, ja. Ich bin das hier. Wie war das hier? Einfach Schwierigkeiten oder so? Ich bin von Rainbow gewöhnt von vorhin. Rainbow aufgenommen. Ich höre es verlassen, nee, leider nicht. Alter. Ja, wie viel stupft ihr denn? Wo sind denn da? Feindlicher Scharfschütze! Am Fenster! 12 Uhr! 1 Uhr? Ist doch klar. Wie viele Schüsse hat sie drinne? Achso, muss ich noch nehmen, achso. Haut Quatsch auf. Ich geh in mein Bier. Ja, überleb halt! Granate! Oh oh. Komm ich rein? Was zur Hölle? Was war das? Oh fuck, Verbündeter. Weißt du, bei einem Moment siehst du da noch einen Feind, gehst kurz in Deckung, gehst hier hin, dann siehst du verbündet. Ah, da kommt doch ein Feind raus. Sackgasse, Ethan. Ich bring uns über die Mauer, Sir. Hier lang, Lieutenant. Ja, was soll ich. Digga, warum kletter ich nicht einfach auf die Mülltonne rüber? Geht doch hier. Das ist die Nova! Oh, nicht gut. Gar nicht. Oh, oh. Alles schwarz. Gruppieren! Zusammenbleiben! Geh nicht. Also. Zivilisten, voraus! Gehört. Alles okay, Sir? Bringen Sie sich in Sicherheit! Links die Treppe hoch! Hört ihr das? Da kommt was! Energiewaffen dann. Funk immer noch tot, Sir. Art ist schon voraus. Hier kommen mehr. Ist ja cool. Unter Beschuss nehmen. Alter, das hatte der denn. Das Ding gefällt mir. Los, los! Kontakt, Landekapsel! Dumme Feinde. Scharfe Granate! Raus hier!
Warte, geh ich sie. Black Ops 3 war das, glaub ich auch. Was gut? Warum greifen Sie uns an, Sir? Ja. Die SDF versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Nathan. Sie wussten, dass unsere ganze Flotte hier ist. Los jetzt! Da drin bewegt sich was. Ray, die Tür aufmachen. Ich gehe hinter dir rein. Was, er lebt noch? Affe. Ich werde dich töten. Soll ich mich schon sagen? Okay, hat einer schon. Einer hinter der Bar! Feuer! Feuer! Ja. Gesniped. Ah ja, gib mir das. Wein, 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 der muss sein. Oh. Ach, ich sehe gerade, das ist eine Energiewaffe. Nö. Fresh! Oh, warte mal, Speisekarte. Gibt's das alles? Weiter so, Reyes. Bin bei dir. Du bist bei mir. Jetzt auch was zu essen bestellen. Okay. Nahkampf sogar. Moin, Ethan. Übertreib. Ethan. Ja, natürlich. Hackmodul! Ich kann die Bots nicht übernehmen! Hey. Ich hacke sie! Hä? Was ist das? Hä? Du musst rot sein. Okay, bin drin. Alter, das ist ja geil. Was ist der andere? Gutes Stück Technik. Aye, Sir. Alle Stationen. Marines festgenagelt. Gold Teams kommen nicht weiter. So, ich schon mal jetzt Eclipse, hier Admiral Riggs. Bitte kommen. Hören Sie, Admiral. Fahren Sie fort. Das Luftschiff soll beim Bundesfeuer ablenken Sie fort. Und den Boden sichern. Verstanden, Sir. Schon unterwegs. Ja, komm. Sattelgruppen, blau, blau. Verbündete, Feuer einstellen. Ihre Jackals sollen Feuerunterstützung geben. Bestätigt, Sir. Sanitäter! Retribution, hier 1-1. Retribution, hört 1-1. Gator, brauche Scar 3 zur Abregelung in der Luft. Feuerbefehl abwarten. Verstanden, Lieutenant. Eine Minute zum Ziel. Admiral Riggs an Gold. Luftunterstützung unterwegs. Falls Sie angreifen, holen wir uns den Übel. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das sollte, aber okay. Ich weiß, was mich erwischt hat. Mann, durchrennen. So. Ja, es ist doch dämlich, dass wir hier durchrennen müssen. Moin! Puh! Was, die war doch weg. Scheiße.
Ja, er guckt nicht mal nach mir. Er rennt einfach weiter, der Affe. Los. Ich hab was, Freund. Lass mich durch. Jump ist schneller als ihr. Boah. Herr, bitte Feuerfreigabe. Ziel markiert. Verstanden. Ziel erfasst. Waffen bereit. Komm mit, ihr Sergeant Roberts. Ich komme nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist das Heckmodul. Oh, Code 2-4 auf die linke Flanke. 2-6 nach rechts. 4 nach links. Mann am Boden. 3-1 wartet auf. Team, Bericht! Ich werde die 2-4 auf Position, linke Seite! Ihr 2-6 sind in Position! Okay, greifen wir an! Moin! Ich verstehe! Mit dem Bot zu spielen ist viel anders als mit uns. Irgendwie lässt sich einer steuern, macht alles ein bisschen schneller, aber auch so von der Bewegung, er kann nicht rennen. Ich bin hier einer. 3-1, Ziel markiert. Hey, es kann nicht los, wenn du alle einen Fall. Leute verschanzt. Verstanden. Bereich sichern. Scars gehen rein. Also fein, aber. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich weiß nur. Ich will in den Raum sehen. Ja, Sir. Streame jetzt auf Ihre Hass. 10 Schiffe üben. Ah. Unsere Flotte ist erledigt. Ich weiß nur, dass irgendwie SDF die Feinde sind, die uns irgendwie angreifen, weil die wissen, wir in so eine Parade, die wollen alles übernehmen. Wir müssen jetzt los! Schießen! Los! Bam! Ja, los! Bingo, alle Stationen, wiederhole, Bingo! Import ablösen, Gefangene in den Gewahrsam nehmen. Petty Officer, bringen Sie Attis online, da sind noch feindliche Schiffe im Luftraum. Wird gemacht, Admiral. Sato-Truppen richten eine Operationsbasis ein. Gut. Sehen wir uns den Miskar mal an. Er muss verarztet werden. Ich muss gar nichts. Er hat einen Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aaron Page, Maschinentechniker im Dienst seit 2 Jahren. SDF-Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erdennarren. Wie lautet Ihr Name? Commander Akel Menria von der Siedlungsdefensivfront. Wem machen Sie Meldung? Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Artis-Geschütze erfassen jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Raus mit ihm. Mars in Eterno.
standhalten, Marines. Was ist mit dem Mars? Gib mir 5 Minuten mit diesem Bastard. Salt. So viele unschuldige Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Startbereit, Sir. Na los. Alle Stationen, hier Scar 1-1. Artis ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole, wir haben die Kontrolle über Artis. Die Front zieht sich zurück. Radar an Brücke. Lieutenant Sauter und ich brauchen Vögel. Aye, Sir. 3-2 eskortiert Sie zu Ihrer Position. Bestätigt. So, dann geht's weiter in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wenn wie es weitergeht und wir werden anscheinend Schlitten, fliegen. Jo. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.